Ich schaue eine andere Dimension hin. Zumindest ist es heute einmal Mittwoch und wo gehen wir hin? Eli, wo gehen wir hin? Ja, entweder jetzt gehen wir mal zur Eignalm und dann schauen wir, ob wir nach links Richtung Schöpfling gehen oder rechts Richtung Stampferwand. Keine Ahnung. Was wolltet ihr da machen? Damals haben wir viel kriminelle Energie gehabt, der Roland wollte sich sogar wegflexen. Ja, so ist das, gell? So ändern sich die Zeiten und auf einmal werden wir brav. Und ist das wieder jetzt so verkehrt? Ja, genau. Ja, jetzt fängt anscheinend wieder einmal am Mittwoch an, seit langer, langer Zeit. Der Mittwoch naht sich an. Haben wir gut gemacht, gell? Ein Aufstieg, wie es ist gehört. Ja, ein bisschen glasig wird's. Der Wind kommt und schneiden tut's auch. Umgezogen, Helle. Ja, aber ganz gar. Ja, ganz gar ist gut. Weil jetzt könnte es sein, dass ein anderes Wetter hat. Doch, da herum geht es wieder gut, da ist griffig. Ja, so schaut das Wetter aus. Eisig, eisig! Eisig!
Walter, das ist nicht die Entlüftung, das ist ein riesiger Jagerstand, der betonierte. Mit einer Tonbocker dabei. Ja, genau. Oder da schießen sie mit Maschinen quer auf die Gams, weil es so viel hat. Oje, oje. Das schaut statt am Gipfelkreuz nach einem totalen ordinären Stecken aus. Ah! Wäre geil. Geil! Das Kreuz wird den Roland nicht recht, haben wir gesagt. Das glaube ich auch nicht, das ist ja nicht einmal ein Blitzerblätter. Das ist ja verunstaltet. Da ist ein Kreuz mit den Kreuzen in den Bergen. Also da muss der Blitz wieder reingefahren sein. Oh, bravo, bravo. Montieren wir schnell den Träger. Ja, genau. Aber dafür hast du einen Schnapsel dabei, oder? Schnapsel dabei. Super. Bei Roland, dein Kreuz haben sie hingemacht, gell, Bergheil? Wir haben gesagt, ob das dieses Kreuz reicht. Ja, das ist ein. Das Kreuz hieß, das weiß ich von Walter.